Ich lese das Solinger Tageblatt von Dienstag, den 7. April 2020. Und unter Grün Solingen und die grüne Farbe zur Überschrift Solingen ist eine einzige Unverschämtheit, heißt es: Corona-Doppelpunkt, Kliniken verdoppeln Intensivbetten. Und es gibt einen Verweis auf Seite 11, den Lokalteil. Ich kann das mal gerade zeigen, das ist hier auf der rechten Seite. Und im Lokalteil heißt es: Kliniken verdoppeln Intensivbetten. Krisenstab stellt dreistufigen Ausbauplan vor. Starker Anstieg von Infektionen im Mai erwartet. Schon jetzt gibt es schwere Verläufe. Mit einem dreistufigen Ausbauplan reagiert der Krisenstab der Stadt Solingen auf die weitere Ausbreitung des Coronavirus. In einem ersten Schritt wird derzeit die Zahl der Intensivbetten in den drei Solinger Kliniken verdoppelt. Zudem sollen fast 300 Betten für die stationäre Versorgung von Patienten mit Covid-19 bereitgehalten werden. Schon jetzt gäbe es schwere Verläufe, berichtet Professor Dr. Winfried Randerath, Chefarzt in der Klinik Bethanien. Dort liegen derzeit 7 Menschen mit Covid-19 auf der Intensivstation, die alle beatmet werden müssten. 3 von ihnen würden sogar über ein externes Verfahren mit Sauerstoff versorgt. In Bethanien gäbe es inzwischen nicht nur Patienten über 60 Jahre, die an der Lungenkrankheit leiden. Es sind auch Jüngere in den 50ern dabei. Die Patienten müssten lange im Krankenhaus behandelt werden. Und Doppelpunkt: gestern sei erstmals ein Arzt des Krankenhauses positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, sagt Randerath. Zitat Anfang: er ist zum Glück nicht schwer erkrankt. Zitat Ende. Klinikum und Bethanien räumen weitere Bereiche frei. Zitat Anfang: nach den Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts müssen wir davon ausgehen, im Mai eine hohe Zahl von Erkrankten zu haben. Zitat Ende, sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach in Klammern SPD bei einer Videopressekonferenz gestern Abend. Die Stadt will deshalb gewappnet sein. Im Krankenhaus Bethanien, im städtischen Klinikum und in der St. Lukas-Klinik würden nicht nur die Intensivplätze für Schwersterkranke von 51 auf 112 mehr als verdoppelt. Zur Stufe 1 des Aufbauplans gehören zudem 297 weitere Betten für Covid-19-Patienten. Zur Stufe 1 des Ausbauplans gehöre zudem 297 weitere Betten für Covid-19-Patienten freizuhalten. 278 davon mit Sauerstoffversorgung. Das zusätzliche Personal werde aus dem Pool der medizinischen Helfer zugewiesen. Die sich auf den Aufruf gemeldet haben. Wenn nötig, könnte in einem weiteren Schritt, in Klammern Stufe 2, 100 weitere Betten in Bethanien und im Klinikum eingerichtet werden. In kliniknahen Bereichen können weitere. Das Klinikum habe dafür bereits seinen, Zitat, blauen Salon, Zitat Ende, freigeräumt, berichtete der medizinische Geschäftsführer Professor Dr. Thomas Standl. Sollten auch diese zusätzlichen Kapazitäten nicht ausreichen, würde Stufe 3 in Kraft treten, erläuterte der Leiter des Krisenstabs, Ordnungsdezernent Jan Welzel, in Klammern CDU.
dann wäre es denkbar, den großen Konzertsaal im Theater und Konzerthaus für die Notversorgung zu nutzen. Am Ausbauplan beteiligt sich auch die Praxisklinik im Südpark, deren 11 Anästhesisten und 60 medizinische Mitarbeiter können bei Bedarf in Bethanien eingesetzt werden. Zitat, die Schulungen finden derzeit statt, Zitat Ende, berichtet Geschäftsführer Achim Bertram. Die St. Lukas Klinik stellt für die Versorgung von Covid-19-Patienten 29 Betten zur Verfügung, davon 14 auf der Intensivstation. Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie dürfe man jedoch nicht die Patienten mit anderen Erkrankungen aus den Augen verlieren, betonte der Geschäftsführer der K-Plus-Gruppe Andreas Degelmann. Zitat, unaufschiebbare Operationen, zum Beispiel in der Onkologie, müssen durchgeführt werden. Zitat Ende. Auch die Stroke-Unit für Schlaganfallpatienten sei immer voll ausgelastet. Der Oberbürgermeister und Ordnungsdezernent bedanken sich für die Mitwirkung der Kliniken. Zitat, das ist nicht selbstverständlich, so etwas geht nur im Miteinander. Zitat Ende, sagte Welzel. Ein Lob richtete der Leiter des Krisenstabs auch an die Solinger. Zitat, die Bevölkerung ist sehr diszipliniert. Ich bitte davon nicht abzuweichen. Die schwierigste Zeit ist noch nicht. Die schwierigste Zeit ist noch nicht vorbei. Ja. Oh. Ihr greift direkt zum Superlativ. Zitat Ende, und damit endet auch der Artikel. Tschüss.